In diesem Video geht es um die historische Entwicklung von Stromnetzen und den Aufbau der Verbundnetze, die wir in Deutschland und Europa haben zur Verteilung des elektrischen Stroms. Angefangen hat die Stromnutzung in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit kleinen Versorgungsinseln in Städten, dass dort Fabriken oder Industriebetriebe entstanden, die die elektrische Energie genutzt haben, um Maschinen anzutreiben. Und in unmittelbarer Nähe dieser Fabriken entstanden dann erste Kohlekraftwerke, die den Strom erzeugt haben und über kurze Distanzen an die Industriebetriebe übertragen haben. Ende des 19. Jahrhunderts kamen die ersten Drehstrommotoren in den kommerziellen Einsatz. Der Vorteil war auch, dass durch die Transformation auf höhere Spannung die Verluste reduziert werden konnten in diesem kleinen Inselsystem, dadurch, dass die Stromstärke durch die Transformation reduziert werden konnte und damit die Leitungsverluste vermindert wurden. 1884 wurde das erste öffentliche Energieversorgungsunternehmen gegründet in Berlin, die Städtischen Werke. Und dann im Jahr 1891 auf der Weltausstellung in Frankfurt am Main wurde erstmalig demonstriert, wie die elektrische Energieübertragung und Nutzung funktioniert, indem in einem Kraftwerk in Laufen südlich von Heilbronn in Baden-Württemberg Strom produziert wurde in einem Drehstromgenerator mit einer Leistung von 221 Kilowatt. Der Strom wurde dann über eine Freileitung, die extra eingerichtet worden ist, entlang des Neckars, quer durch den Odenwald bis nach Frankfurt transportiert. Die Gesamtleitungslänge waren 176 Kilometer, also eine Neuheit, die dort entstanden ist. Die Spannung, Übertragungsspannung waren lediglich 15 Kilovolt, also weit entfernt von dem, was heutzutage in modernen Übertragungsnetzen im Bereich von mehreren 100 Kilovolt genutzt wird. Die Verluste waren noch sehr hoch, mit ungefähr 25% Stromverlust auf der Transportstrecke von dem Kraftwerk in Laufen bis nach Frankfurt. Und in Frankfurt wurde auf der Weltausstellung dann ein System vorgeführt. Dort wurde dann also die Spannung wieder runter transformiert auf 100 Volt. Damit wurden zum einen 1000 Glühlampen angetrieben, um diese Lampen zum Leuchten zu bringen. Und gleichzeitig wurde dann noch ein 74 kW Drehstrom-Synchronmotor angetrieben, der eine Wasserpumpe angetrieben hat. Als erste Demonstration, dass Strom dezentral erzeugt und über weite Strecken transportiert werden kann. Die anfänglichen Probleme der Stromnutzung ergaben sich durch den Inselbetrieb, dadurch, dass es noch kein flächendeckendes Stromnetz in Deutschland gab. Die Stromnetze wurden mit verhältnismäßig kleinen Spannungen im Bereich von wenigen Kilovolt betrieben. Dadurch ergaben sich relativ hohe Verluste, sodass nur geringe Versorgungsgebiete versorgt werden konnten, innerhalb von Städten typischerweise ein Kilometer. Das änderte sich erst Ende des 19. Jahrhunderts mit der Nutzung von Mittelspannung im Bereich von 15 bis 20 Kilovolt. Das heißt also, in dem Anfängen der Stromerzeugung und des Stromnetzes standen die Kraftwerke im Innenstadtbereich, waren Kohlebetrieben, sodass es dadurch natürlich auch zu einer starken Luftverschmutzung in den Städten gekommen ist. Die Preise für den Strom waren relativ hoch. Es gab geringe Vollbenutzungszahlen und auch schlechte Gleichzeitigkeitsgrade. Das heißt also, dass es noch keine Regelung der Verbraucher gab, sodass der Nutzungsgrad der Anlagen relativ schlecht war. Und auch die Gesamtversorgungsqualität war relativ schlecht, dadurch, dass es häufiger zu Spannungsausfällen kam und die Spannung auch nicht gut auf einem Niveau gehalten werden konnte. Dennoch hat sich die Versorgung mit elektrischer Energie sehr schnell durchgesetzt, weil sie dann doch günstiger war als der Eigenbetrieb von Dampfmaschinen, weil die Stromerzeugung, Übertragung und Nutzung im Verhältnis wirtschaftlich günstiger war. Mit der Möglichkeit, Ende des 19. Jahrhunderts den Strom auf höhere Spannungen zu transformieren. Dies führte zu einer Reduktion der Leitungsverluste
Und damit kam es stufenweise zu einem Zusammenschluss von einzelnen lokalen Inselsystemen innerhalb von Städten oder Regionen zu einem schnell wachsenden Verbundsystem. Diese Verbundsysteme haben mehrere Vorteile aus technischer und wirtschaftlicher Sicht im Vergleich zu kleinen Inselsystemen. Zum einen durch die Nutzung von unterschiedlichen Erzeugern und Verbrauchern schafft man es, die Lastgänge zu glätten. Dies führt zu einer Erhöhung der Nutzungsdauer. Darüber hinaus lässt sich der Strom kostengünstig aus der verfügbaren Primärenergiequelle, damals hauptsächlich natürlich die Kohle, sehr leicht einsetzen und auch die Erzeugung sehr leicht ausgleichen, regeln. Dadurch, dass man Kraftwerksreserven schaffen konnte, diese optimieren konnte, durch das Zusammenführen einzelner Inselnetze zu größeren Verbundnetzen, konnte man die Versorgungsqualität deutlich erhöhen und insbesondere Störungen ausgleichen, indem Reserveleistungen geschaffen wurden. Das heißt also im Fall schnell sich wechselnder Lasten oder Ausfälle einzelner Kraftwerke konnte durch die Nutzung von Redundanz die Anzahl und die Dauer von Störungen Schritt für Schritt reduziert werden, sodass sich damit sehr schnell die Nutzung elektrischer Energie aus technischer und wirtschaftlicher Sicht durchgesetzt hat. In der neueren historischen Entwicklung zeigt sich, dadurch, dass größere Verbundnetze wesentlich höhere Versorgungsstabilitäten aufweisen, dass bereits 1930 erste Überlegungen angestrengt wurden, ein europäisches Verbundnetz zu schaffen. Dies mündete dann 1951 in der Gründung der UCPTE, der Union für die Koordinierung der Erzeugung und des Transports elektrischer Energie. Das heißt also, in der Anfangsphase war die Erzeugung und der Verteilung des Stroms noch in einem Unternehmen jeweils verbunden. In den 90er Jahren waren die Länder in Mitteleuropa Mitglied der UCPTE. In der Folge der Liberalisierung des Energiemarktes wurde dann ab 1999 wurde die UCPTE umgewandelt in die Union für die Koordinierung des Transports elektrischer Energie. Das heißt, Erzeugung und Transport wurden getrennt. Es gibt die Energieerzeugungsunternehmen und die Unternehmen, die für die Verteilung und Transport der elektrischen Energie verantwortlich sind. Und es wurde stufenweise dieses Netzgebiet der UCTE vergrößert, sodass nun seit Mitte 2009 mit der Schaffung der ENTSOE, das heißt dem Verband der europäischen Übertragungsnetzbetreiber, ein europaweites Verbundnetz entstanden ist, um innerhalb Europas den Strom über weite Strecken zu verteilen, die Stromversorgung zu stabilisieren und damit ein wirtschaftlich und technisches Hocheffizienzsystem geschaffen zu haben, um die Energieversorgung mit elektrischer Energie sicherzustellen. Wie haben sich die Spannungen in den Verteil- und Übertragungsnetzen in Europa entwickelt? Auf der rechten Seite auf der Karte erkennt man das Netz der Höchstspannungsleitungen, das in Deutschland und in Europa genutzt wird. Angefangen im Jahr 1891 mit der ersten Fernübertragung im Rahmen der Weltausstellung in Frankfurt mit einer Spannung von 15 Kilovolt. Dann 1912 bereits Hochspannung im Bereich von 110 Kilovolt und einer daraus resultierenden Verringerung der Verluste. Da sich die Verlustleistung ergibt aus dem Leitungswiderstand und dem Quadrat des Stromflusses, das heißt, reduziert man die Stromstärke und erhöht die Spannung, reduzieren sich damit die Verlustleistungen. Und es ergibt sich dann eine sehr schnelle Entwicklung, dass in Deutschland mittlerweile im Höchstspannungsnetz 380 Kilovolt genutzt wird, in Ländern mit einer wesentlich dünneren Besiedlung, Flächenländer wie die USA, Russland, Kanada, die nutzen, in diesen Ländern werden deutlich höhere Spannungen sogar noch genutzt, im Bereich von bis zu 735 Kilovolt in Kanada. Typischerweise kann man als Faustregel nennen, dass die Spannung in Kilovolt ungefähr die Leitungslänge in Kilometern angibt, die man nutzen kann mit einem hinreichend geringen Verlusten beim Transport der elektrischen Energie, sodass wir also in Deutschland typischerweise den Strom knapp 400 Kilometer weit transportieren können, bevor es dann
zu einer Weiterverarbeitung, zum Verbrauch in Betrieben oder in Regionen kommen muss. Das ist in anderen Ländern durch die Landesstruktur begründet, dass also höhere Spannungen genutzt werden, weil dort wesentlich weitere Strecken überbrückt werden müssen. Moderne Stromnetze teilen sich typischerweise in vier Spannungsebenen auf. Wir haben das Übertragungsnetz und dann die Verteilnetzebene mit der Hochspannung, der Mittelspannung und der Niederspannung. Man sieht nun hier in diesem Bild auf der rechten Seite die Erzeugungsanlagen, die auf diesen Spannungsleveln einspeisen, auf der linken Seite dargestellt die Verbraucher, die an diese Spannungsebenen angeschlossen sind. Auf der Übertragungsnetzebene im Bereich von 220 bzw. 380 kV erfolgt der Austausch zwischen den einzelnen Ländern und den anderen Übertragungsnetzen. Einspeisung erfolgt durch Großkraftwerke, das sind typischerweise Kernkraftwerke oder große Kohle, insbesondere Braunkohlekraftwerke, die direkt ins Übertragungsnetz einspeisen. Dann erfolgt die Transformation auf Hochspannungsebene ins Verteilnetz im Bereich von 60 bis 110 kV. Dort speisen mittelgroße Kraftwerke ein, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, aber auch große Wasserkraftwerke, die in dieses Hochspannungsnetz einspeisen. Abnehmer sind Großindustrieunternehmen, die sehr viel Energie brauchen, insbesondere Stahl und in der Aluminiumherstellung. Und Städte sind angeschlossen ans Hochspannungsnetz, die dann innerhalb des Stadtnetzes diese Hochspannung weiter verteilen, transformieren, bis zu den Endverbrauchern. Die nächste Spannungsebene ist dann im Verteilnetz die Mittelspannung im Bereich von 6 bis 30 Kilovolt. In diesem Bereich speisen typischerweise Windparks, Photovoltaikanlagen oder Bioenergieanlagen ein. Das heißt also mittelgroße Anlagen mit einer Leistung im Megawattbereich. Ausspeisung erfolgt durch mittelgroße Industriebetriebe oder kleinere Industriebetriebe, kleinere Städte und Gemeinden, die den Strom dann aus dem Mittelspannungsnetz beziehen und weiterverteilen. Und schließlich erfolgt dann die Weiterverteilung im Niederspannungsnetz. Das ist die Spannung, die dann Steckdose auch anlegt, die 230 bzw. 400 Volt. Einspeisung in den Bereich, das sind kleinere Aufdach-Photovoltaikanlagen, die direkt ins Niederspannungsnetz einspeisen. Auskopplung oder gekoppelt an das Niederspannungsnetz sind einzelne Haushalte, einzelne Gebäude, die den Strom aus dem Niederspannungsnetz beziehen und verbrauchen können. Wie sieht nun das Stromverbundnetz in Europa aus? Hier auf der Karte dargestellt, in den unterschiedlichen Farben, die unterschiedlichen Spannungsebenen. Man erkennt anhand der Verläufe der Stromleitung sehr gut die einzelnen Landesgrenzen bzw. Regionengrenzen. Wir haben in Rot die Höchstspannungsnetze mit 750 kV im Bereich Russland-Ukraine. In Russland darüber hinaus 500 kV Netze zur Übertragung des Stroms über weite Strecken. In Mitteleuropa zeigt sich hauptsächlich das Höchstspannungsnetz bei 380 kV, beziehungsweise dann das Hochspannungsnetz bei 110 oder 220 kV, das heißt zur Verteilung über weite Strecken. Darüber hinaus sind die einzelnen Regionen über die Meere verteilt mit Gleichstromnetzen. Das heißt also, dass Großbritannien eine Verbindung zum europäischen Festland hat über Gleichstromnetze, entsprechend die Verknüpfung zwischen Großbritannien und Irland, aber auch zwischen Skandinavien und Deutschland bzw. Polen. Der Strom wird dort über Gleichstromkabel verteilt, das heißt zunächst umtransformiert vom Wechselstrom auf Gleichstrom, dann sehr verlustarm über weite Strecken transportiert, sodass es dann nach Ankunft wieder auf dem Festland zurücktransformiert wird auf die 50 Hertz Wechselspannung, um den Strom dann in den Höchstspannungsnetzen weiter zu verteilen. Man sieht im Mittelmeer ebenfalls, dass die Inseln im Mittelmeer Korsika, Mallorca etc. ebenfalls über Gleichstromkabel verknüpft sind. Und im Laufe der Jahrhunderte, seit Mitte des 19. Jahrhunderts, hat sich dieses Netz in Europa ausgebreitet mit den Koppelstationen zwischen den einzelnen Ländern.
um durch eine Vergrößerung des Stromnetzes und einer Verteilung europaweit die Versorgungsqualität mit elektrischer Energie in Deutschland, in Europa zu stabilisieren und eine sehr hohe Versorgungsqualität erreichen zu können.